Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Cube. Und heute dürfen wir sogar das erste Mal mit diesem, ja, ist es lila, ist es pink, keine Ahnung. Als Mann kennt man ja nur 16 Farben. Dürfen wir also jetzt mit den Wänden umherspielen? Lasst mich kurz überlegen. Ich glaube, das Rätsel ist noch ziemlich leicht. Wenn ich das jetzt hier hochfahre, so, jetzt kann ich doch hier das irgendwie wieder zurückgeben. Dann machen wir hier einen blauen hin und dort einen gelben. So, der fährt raus. Ich glaube, das müsste jetzt schon passen. Genau, jetzt sind wir hier raufgekommen und schon sind wir hier ganz oben. Wow, das ging ja doch sogar eigentlich noch recht einfach. So, die Wände wollte jetzt etwa so bleiben. Wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, die Wände wollen, dass wir seekrank werden. Aber als Hamburger Jung kann mir das natürlich nichts anhaben. Ich bin ein alter Seebär. So oder so ähnlich. Okay, also hier. Ich glaube, das Rätsel dürfte eigentlich auch wieder recht easy sein. Hier kommt der grüne Ball raus. Das bedeutet doch für mich, dass wir das einmal kurz drehen müssen. So. Jetzt fährt der Ball raus. Wir drehen es gleich wieder zurück, machen dann gelb und das geht hier hoch. Ich glaube, das ist dann schon des Rätsels Lösung. So, wir nehmen uns jetzt schon mal den gelben. Und jetzt dürfte der Ball hier durchrollen, oder? Ja, okay. Auch das Rätsel war nicht... Ah, ich dachte gerade, wir fahren nach oben. Auch das Rätsel war jetzt nicht ganz so wild. Okay, das sieht jetzt aber doch schon ein bisschen komplizierter aus. Dort oben müssen wir den irgendwie hinbekommen. Geht natürlich auch wahrscheinlich am besten, indem wir hier mit dem arbeiten. Der muss... Ah doch, Moment, ich glaube, wir haben es jetzt schon so. Wenn ich den jetzt gelb färbe und den entsprechend ausfahre und wir den dann wieder zurückdrehen, das müsste doch dann eigentlich schon Sinn der Sache sein, oder? Damit müssten wir, ja, damit müssten wir das Rätsel auch schon geschafft haben. So, sehr schön. Jetzt will er aber hier mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Ich darf nur einen gelben haben. Sehe ich das richtig? Oder kann ich hier gelb machen? Nee, okay, man darf nur wirklich einen einzigen gelben haben. Der gelbe auf mittlerer Dingens aus... Nee, das wird nichts. Also wenn wir hier den so ausfahren... Wo ist eigentlich... Ah, der Ball ist dort. Puh. Okay, Moment, wenn ich dann hier jetzt zum Beispiel den blauen hinmache und hier das bewegliche Teil. Nee, warte mal, das passt ja jetzt gar nicht. Das passt ja jetzt gar nicht, der muss ja dorthin. Um Gottes Willen, wie machen wir das? Moment, ich glaube, hier muss... Ah, shit. Ich glaube, hier muss der rote eher hin. Dreh den nochmal kurz zurück. So, wenn wir den jetzt wieder so hinfahren. Und den roten fahren wir jetzt mal aus. Den gelben machen wir hier hin. So. Meint ihr, das passt so? Mal schauen. Nee, das ist ja auch total dämlich. Das ist ja auch total dämlich. Okay, der gelbe... Ja doch, der muss irgendwie hier auf dem gelben landen. Ja, aber wie soll der denn auf dem gelben landen? Das wird doch vorne und hinten nicht funktionieren. Obwohl, wenn ich den einfahre und jetzt hier so rausfahre... Passt das? Nee, da, oh, das, oh, das wird ja nichts. Das wird doch nichts. Okay, also Moment mal. Fürs Protokoll, Leute. Ich denke, wir müssen den gelben irgendwie so hier haben. Moment, wir könnten den gelben natürlich auch hier hin machen. Okay, Moment. Den gelben hier hin. So muss der ausgefahren sein. Und der rote kommt hier hin.
Bringt das jetzt was? Oder bin ich jetzt wieder... Ne, jetzt ist er wieder auf der falschen Seite, oder nicht? So. Ne, shit. Wenn ich den jetzt reinfahre und dann drehe. Ja, dann fällt er ja wieder dorthin. Ah, der fällt nicht so wirklich, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß auch nicht, ob wir den blauen hier überhaupt brauchen. Ich glaube eher nicht eigentlich. So, Moment. Wenn wir den jetzt noch ein Stück weiter drehen. Ja, der rollt da leider nicht runter. Das ist ja das Problem. Der steht da jetzt ganz gemütlich drauf. Und wenn ich den jetzt einfahre, da komme ich nicht... Ne, das geht nicht schnell genug. Das geht nicht schnell genug. Wenn ich hier... Moment mal, wenn ich hier den blauen hinmache und dafür den noch dort oben packe. Wenn wir es jetzt so rumdrehen... Ne, das bringt ja auch nichts. Das bringt auch nichts. Also das Rätsel scheint mir doch schon ein bisschen schwerer zu sein. So, der muss wieder... Und... Ah, shit. Zack. Nee, der fliegt da drüben hin. Das bringt ja mal gar nichts. Also, wie könnten wir den jetzt dort raufbekommen? So, Moment. So, und... Nee, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, er muss irgendwie dort so rauf. So viel steht schon mal fest. Der rote würde... Der rote bringt gar nichts. Der rote bringt an dieser Stelle, glaube ich, wirklich gar nichts, Leute. So bringt das aber auch nichts. Ja, wäre ja schön, wenn der jetzt einfach hier so reingefallen wäre. Obwohl, der ist doch jetzt... Ah, Moment mal. Ich mach noch mal kurz den gelben hier hin. So. Den roten hier hin. Ausfahren, ausfahren, ausfahren. Jetzt waren wir... Auf welcher Seite hatten der jetzt gerade gelegen? Auf der hier? Nee, auf der anderen. Okay. Moment. Ich drehe noch einmal ganz kurz zurück. So, und jetzt in diese Richtung. Fährt er jetzt gerade richtig? Ich weiß es gerade gar nicht. Lass mich mal eben überlegen. Also, wenn wir den jetzt ausfahren. So, dann ist der jetzt hier drauf. Genau, soweit ist es schon mal richtig. Aber wenn ich den jetzt weiter drehe, dann fällt der ja einfach hier runter und nicht... Ah, nicht darauf, genau. Shit. Das ist doch ärgerlich. Das ist doch ärgerlich. Es muss aber eigentlich irgendwie so sein. Und das Drehteil brauche ich ja dauerhaft. Obwohl, es würde vielleicht auch noch die Möglichkeit bestehen. Warte mal. Der muss mal eben kurz hier liegen. Wenn ich jetzt das Drehteil hierhin mache. Ey, das Drehteil hierhin mache. Und den blauen hierhin. Vielleicht katapultiert der den dann dort rüber. Yes, sauber! Boah, okay, also das Rätsel fand ich jetzt aber doch schon ein bisschen schwer. So, was haben wir jetzt hier schon wieder? Okay, hier müssen wir mit dem Roten arbeiten. So viel steht schon mal fest. Obwohl, nee, warte mal, wir könnten... Ist ja gar nicht gesagt, dass der hier unbedingt sein muss. Moment mal, wir könnten auch... Ich kann es auch noch mal eben ganz kurz anders probieren. Der fährt mal eben kurz hier hin. Dann fährt er wieder zurück. Wenn ich jetzt hier den blauen hinmache... Ah, nee, der dreht sich dann ja zu schnell wahrscheinlich, als dass der da reingeschleudert werden kann. Aber der könnte den direkt hier rüber katapultieren, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Das heißt, Moment, wir machen den gelben mal eben hier hin. Der fährt sich auch schön aus und du gehst dorthin. So, der müsste jetzt ziemlich weit raus.
Der fährt jetzt mal eben wieder zurück. Ah ne, der gelbe hier bringt ja gar nichts. Moment, das müssen wir anders machen. Der rote muss hier hin. So, der fährt dann bitte so weit aus. Der geht rein. Und der geht dorthin. Der fährt so aus. Okay. So, Moment. Ja, das war jetzt ein bisschen dämlich. Aber mal schauen. Ah ne, der muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen eingefahren sein. So, jetzt wird der dort rüber geschleudert. Jetzt haben wir dort den schon mal da liegen. Wenn ich den jetzt wieder zurückfahre... Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Nee, natürlich nicht. Natürlich reicht das nicht aus. Okay. Okay, okay, okay. Also, wenn der so ist, würde der rote nur gehen. So geht's eigentlich gar nicht, weil der nicht in der Nähe ist. Wenn wir nochmal weiter drehen, der ist auch ganz oben. Das bringt uns auch nicht weiter. Und, halt, Moment, das wollte ich doch gar nicht. Und der hier wäre auf dieser Höhe. Das heißt, der würde auch nichts bringen, oder? Nee, Leute, ich denke, der rote muss es schon sein. Weil, schaut mal, so ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass wir hier den Ball drauf behalten. Das heißt, hier, rot ist auf jeden Fall richtig. Jetzt ist nur die Frage, wie bekommen wir den dort oben rauf? Irgendwie muss er hochkatapultiert werden. Und dann... Obwohl, Moment mal, wenn wir jetzt so machen... Achso, der blaue, genau. So, und der rote fährt schon mal so ein bisschen aus. Ja, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht, mal wieder. Du fährst rein. So, das ist auch schwachsinnig. Das ist doch auch schwachsinnig, was wir hier machen. Also man wird irgendwie, wird man den oberen natürlich auch benutzen müssen, denke ich mal. Der rollt jetzt leider mal wieder nicht weit genug. Also irgendwie muss der gelbe ja hier ins Spiel kommen. Ansonsten wäre der ja nicht da. So, jetzt liegt er dort drauf. Wenn ich jetzt weiter drehe... Hilft mir aber auch nicht. Das hilft mir ja auch überhaupt nicht weiter jetzt. Oder? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass uns das jetzt in irgendeiner Form hilft. Wenn ich jetzt weiter drehe, dann fällt er einfach wieder in die Ecke. Dann sind wir genauso weit wie vorher auch. Also das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Der gelbe hier unten macht eigentlich keinen Sinn. Und den gelben anders aufzufahren, zum Beispiel so rum, macht, denke ich, auch keinen Sinn. Das wird nicht passen. Ich meine, wir können es mal ausprobieren, aber... Nee, das reicht nämlich nicht. Habt ihr gerade gesehen. So. Das heißt... Der will zurück. Wenn der so ist, reicht es auch nicht, oder? Dann fällt er einfach hier vorbei, glaube ich. Ich meine, klar, wir können es mal eben ausprobieren. Ach ja, jetzt hat er ganz elegant natürlich überhaupt nicht den Sprung mitgenommen, den er eigentlich mitnehmen sollte. So, nächster Versuch. Ne, das reicht ja vorne und hinten nicht. Also hier muss es wirklich so sein, damit er da drauf landen kann. Okay, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber damit habe ich jetzt einmal gar nichts gewonnen. Oder habe ich damit irgendwas gewonnen? Nö, wenn ich den jetzt... Ach, oh ja, drehen doch wieder in die falsche Richtung. Das war nichts, das war nichts. Jetzt wird er einfach wieder rüber katapultiert, das wollten wir aber auch nicht. Ach, Herr Jemine. So, Moment. Ne, so kriege ich den aber auch nicht da vorne hin. Ah, vielleicht hätte ich jetzt hier... den einfach katapultieren müssen. So, wir liegen jetzt da oben drauf. Was haben wir davon? In meinen Augen haben wir da überhaupt nichts von. Weil wenn ich jetzt zurückdrehe, fällt er einfach runter.
Ja, okay, wenn der jetzt einfach runterfallen würde. Wenn ich jetzt den roten hier hin mache. Nee, das bringt doch gar nichts. Das bringt nichts. So, Moment. Wenn ich jetzt aber... Ja, komm schon, roll noch ein Stück weiter. Roll doch noch ein Stück weiter. Da ist er sich wieder zu fein für. So, und wieder zurück, bitte. Der fährt leider... Nee, der rollt nicht mehr weiter dann. Okay. Nee, der rollt nicht. Der rollt nicht weit genug. Ach, scheiße, ey. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht so schwer sein. Dieses eine Rätsel jetzt hier. Aber von den beiden hier... Es muss eigentlich der rote sein. Das ist der einzige, wo der dann wirklich drauf liegen könnte. Und wenn er jetzt hier hochgehen würde, könnten wir den ja einfach ein Stück ausfahren. Aber der geht da nicht hoch. Das ist eben das Problem. So. Okay, Moment, wir könnten es ja nochmal so machen. So, wenn wir den jetzt einfahren und den jetzt wieder drehen. Da kommen wir aber auch nur hier rauf. Das hilft uns ja mal überhaupt nicht. Nee. Das gibt's da nicht. Das gibt's nicht. Warte mal, ich resette den nochmal hier. Ach, das macht nur den Ball nochmal neu. Toll. Ich wollte eigentlich nochmal ganz von vorne beginnen. Aber gut, ich meine, ich kann ja einfach hier die ganzen Sachen wieder zurücklegen. So, hier ist der Ball jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den gelben hinmachen würde. Dann hätten wir den Ball schon mal gesichert. Ja, wozu wollen wir den sichern? Jetzt ist er da oben drin. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringen soll. Also wir kommen eigentlich wirklich nur an den ran, wenn der rote hier oben ist. So, ich meine, so können wir den, haben wir den Ball jetzt gefangen. Aber es bringt uns ja nichts, wenn wir den Ball fangen. Was müssen wir mit dem blauen machen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwie muss er da hinkommen. Also ich denke eigentlich schon, dass der blaue hier hingehört. Und der gelbe muss dann dementsprechend hier oder oben. Das ist halt die Frage. Ich meine, gut, hier... Hier bringt er uns doch eigentlich gar nichts, oder? Hier bringt er uns eigentlich gar nichts. Komme ich nicht sonderlich weit mit. Ah! Jetzt ist er hier drauf. Das bringt mir aber auch nichts. Wenn ich den jetzt hier hochfahre, ist es nicht hoch genug. Obwohl, Moment, wenn ich den jetzt ein bisschen mit Schmack ist, nee, das bringt nichts. Das bringt nichts. So. Und, ja. Ah, Moment, Moment, Moment. Wenn ich jetzt... Ah, scheiße, das wollte ich gar nicht. Bringt mir alles nichts, was ich hier mache. Nee, jetzt bin... Ah, jetzt drehe ich auch noch in die falsche Richtung. Okay, ich muss sagen, das ist jetzt das erste Rätsel, wo ich gerade wirklich irgendwie... keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich den jetzt eben darauf bekommen hatte. Nee, so nicht. War der andersrum ausgefahren oder was? So? Nee, dann fliegt er ja da ganz rüber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ja, ich will jetzt eigentlich an dieser Stelle auch keinen Cut machen. Sonst heißt es nachher wieder hier, Grants, der hat doch heimlich geguckt, wie das Rätsel gelöst wird. Aber ich denke mal, wir sind eigentlich auf einem guten Wege, wenn wir das Rote so haben. Bloß, wie soll das auch überhaupt dahin kommen? Das ist ja die... erste Frage, die wir uns mal stellen müssen.
Irgendwie muss der ja auch auf das rote Teil raufkommen. Ach, warte mal, jetzt habe ich... Warte mal, wenn ich den jetzt ausfahre... Oh, ja, das könnte es sein. Das könnte die Lösung sein. Warte mal, wir haben den jetzt hier drauf. Das ist doch schon mal was. Wenn wir den jetzt einfahren... Nein! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht jetzt... Oh! Warte, der muss wieder in der Ecke liegen. So, also wir legen uns den so in die Ecke. Ich weiß jetzt nicht, ob das so noch passt. Okay, und raus. Yes! Sauber! Mann, das war ja viel einfacher als gedacht. Da hinten öffnet sich sogar gleich wieder direkt die andere Wand. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. The Ball. Und ja, mit diesem wunderschönen Anblick hier kann ich euch doch jetzt auch guten Gewissens entlassen für heute. Boah, meine Güte, da habe ich mich aber echt schwer getan. Ich weiß nicht, habt ihr die Lösung schneller gesehen? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr da vielleicht schon die ganze Zeit verzweifelt seid und gesagt habt, oh Gott, hat er Tomaten auf den Augen? Ist er blöd oder einfach nur auf beiden Augen blind? Wie dem auch sei, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, der Party hat dir trotzdem gefallen und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Cube. Bis dahin, macht dir noch einen schönen Tag. Ciao.